Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, auf diesem digitalen Wege heute bei Ihnen dabei sein zu können, bei der DigiWiesn. Digitalisierung spielt für alle unser Leben eine große Rolle. Nicht nur im privaten Bereich, auch im beruflichen Bereich und auch im öffentlichen Leben. Alle drei Bereiche müssen wir als Digitalministerium abdecken. Es geht um Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Und in allen Bereichen müssen wir zu den Top-Ländern Europas zählen. Lassen Sie mich einen kurzen Einblick geben in das Thema digitale Verwaltung. Viele glauben in Österreich und Medien schreiben auch immer wieder darüber, dass Österreich hier nicht gut unterwegs wäre. Ich sage Ihnen, gerade das Gegenteil ist der Fall und die Zahlen beweisen es auch. Wir sind unter den drei Top-Nationen in Europa, der Europäischen Union, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft. Wir gemeinsam mit Estland und mit Malta. Dafür braucht es einen Schulterschluss von allen, von Ihnen als Ideengeber und von der Verwaltung auf Bund, Ländern und Gemeinden. Ich als Digitalministerin stehe dafür, dass wir hier in schnellen Schritten weiter vorangehen. Zwei wesentliche Projekte sind hier sicherlich die Einführung der elektronischen Identität. Sie wird die Basis sein für alle zukünftigen Behördengänge. Wir sind hier schon sehr weit, haben einen Piloten eingeführt und werden hier auch die nächsten Schritte in der Umsetzung tätigen. Das zweite große Thema ist natürlich unser digitales Amt, das weiter ausgebaut wird, kontinuierlich mit neuen Behördengängen erfüllt wird. Im Bereich der Gesellschaft ist es mir ganz besonders wichtig, die digitale Bildung voranzutreiben. Auch dieses Feedback bekomme ich immer wieder von Ihnen als Teilnehmer und aktive Teilnehmer der Digitalisierungsszene Österreichs. Es geht darum, sowohl den jungen Menschen in der Schule als auch den Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, hier weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln. Ich möchte Ihnen hier nur zwei Beispiele nennen. Viele von Ihnen kennen sicherlich die Plattform Fit for Internet. Hier geht es darum, alle Menschen in Österreich fit für die Digitalisierung zu machen. Ein Schwerpunkt ist da ganz klar im Bereich Cybersicherheit. Ein zweites wesentliches Thema sind mir die Lehrlinge. Ein zweites wichtiges Thema sind für mich die Lehrlinge Österreichs, die Fachkräfte der Zukunft. Jeder Beruf muss hier mit digitalen Inhalten ausgestattet werden. Und das tun wir. Wir haben bereits 85 Berufe überarbeitet und auch neue geschaffen, wie Coding und E-Commerce. Hier gilt es dran zu bleiben und gemeinsam mit Ihnen weiterzuarbeiten. Der dritte große Bereich sind die Unternehmen. Es geht um die österreichischen KMUs. Mir ist es wichtig, dass sie Anlaufstellen haben für Innovation und Digitalisierung. Deshalb habe ich die Innovation Hubs in Österreich geschaffen. 6 gibt es dazu bereits mit Schwerpunktthemen wie KI und Cybersicherheit. Ich freue mich, dass Sie sich heute bei dieser DigiWiesn so intensiv mit diesem Thema wieder auseinandersetzen und bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich freue mich, wenn ich Feedback von Ihnen bekomme.